So, und dann einen wunderschönen guten Tag zu diesem... Oh, dass der direkt losrollt, da muss ich mich voll dran gewöhnen. Sobald man von der Bremse steigt, geht er sofort los. Ich habe mir hier ganz kurz One Pedal Driving eingestellt. Ich muss jetzt erstmal gerade gucken, wie ich hier rauskomme. Der ist extrem leise. Also ich höre von draußen so gut wie nichts. So, ganz kurz hier bei der Lüftung. Okay. Lüftung leiser machen ist, glaube ich, nur auf den... Ja, ist gut. Sehr gut. Sehr gute Warnung. Echt sehr früh und vor allem sehr, sehr übersichtlich. Auch die Kamera richtig cool. So, jetzt dürfte da keiner kommen. Ich hatte eben richtig Probleme, die Kamera einzurichten, die GoPro. Und ich muss sagen, der ist super leise. Also der Wagen an sich fährt super, super smooth. Falls ihr euch fragt, das hier, das war ich nicht. Ja. Also der Wagen, der Verkäufer sagte gerade, erste Tour mit einem Kunden, also angehenden Kunden, der ist mit dem Wagen gefahren und bam, hat er einen Steinschlag gehabt. Ja, ich habe mich jetzt mit dem Interieur nicht so extrem befasst. Ne? Also das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich fahre mal hier aus dieser Einbahnstraße raus, weil es, glaube ich, hier... Ja, aber ihr seht, hier ist Kopfsteinpflaster, also diese kleinen Kopfsteinpflaster. Und der Wagen hat null Geräusche. Null. Also wirklich, das Fahrwerk ist top. So. Ich habe jetzt gar keine Daten zu dem IONIQ 5, den ich hier fahre. Ich habe jetzt aktuell noch 363 Kilometer Restreichweite. Ihr seht, hier ist jetzt die Klimaanlagensteuerung. Ich weiß nicht, ob ich das... Warte mal, ich gehe mal ins Home. Jawohl, das wäre quasi Home. Dann machen wir Navigation an. Okay, Navigation hat er jetzt nicht so. Gast. Keine Ahnung, ich gehe mal wieder auf Home. Ich muss ein bisschen schneller fahren, hinter mir ist einer. Auf jeden Fall musste ich für die Probefahrt nach Köln in die Innenstadt, was hier schön ist, man kann hier schön reingreifen. Der hat nur hier oben, also er hat quasi so zwei Speichen. Es gibt so drei Speichen, aber hier ist er wunderschön, so zum Reinfassen. Ihr wisst, meine Reviews, also es ist ja eigentlich kein Auto-Review, was ich hier mache. Das ist eigentlich nur ein, ich teste, ich fahre Probe. Und ich habe jetzt hier eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Zeit, mit dem IONIQ 5 rumzufahren, mit dem Hyundai. Und ich muss sagen, ich fühle mich hier echt wohl in dem Wagen. Man sitzt super hoch, was echt super angenehm ist. Merke auch, dass das Fahrpedal, oh, der zeigt sogar den Radfahrer an, toter Winkelwarner hat er auch. Hat er mir eben angezeigt hier. Hier sind Einbahnstraßen, also rechts vor links, da muss ich aufpassen. Ich fahre jetzt gerade im One-Pedal-Driving. Ich fahre jetzt mal hier auf die... Also One-Pedal-Driving, ich teste mal. Er wollte jetzt bis hier unten hin. Nee, man muss bremsen. Also es ist kein... Er bremst nicht komplett runter. Aber ich werde jetzt hier mal auf die Straße fahren. Auf jeden Fall hatte ich gerade noch ein bisschen Probleme, die GoPro einzurichten. Und ja, dies, das. Naja, war ein bisschen schwierig. So, also wie gesagt, den Steinschlag, das war ich nicht. Das war schon jemand, der den Wagen Probe gefahren ist. Ich fahre jetzt mal eine Runde damit rum. Interieur, das ist hier alles Plastik. Hier unten ist überzogen, aufgeschäumt. Ist aber sehr, sehr übersichtlich. Das ist hier alles in Silber. Scheibe mache ich jetzt mal nicht runter, weil da hängt die Kamera. Ansonsten super übersichtlich der Wagen. Tacho, ich vermisse ein bisschen, es soll ja ein Head-Up-Display geben. Hat der jetzt hier nicht aktiv oder keine Ahnung, so jetzt sind wir mal im Dunkeln. Könnte mal ein bisschen sehen, wie das hier so wirkt. Ich weiß gar nicht, wie schnell ich hier fahren darf, ich glaube 50. Jetzt dunkelt sogar das Display ab, Leute, das ist ja abgefahren. Naja, ich will jetzt hier auf jeden Fall nicht zu schnell fahren, weil ich nicht weiß, wie und was. Weil hier in Köln ist halt wirklich Blitzerhochburg. So, also er rekuperiert nicht bis zum Ende. Ich habe aber eben, jetzt habe ich One Pedal ein. Okay, wir haben draußen 28 Grad. Ich habe mir
ist hier drinnen einfach mal auf 17 Grad eingestellt. Merke ich jetzt zwar noch nichts von, aber ja. So, dann fahre ich einfach mal ein Stück. Der Wagen, super leise, ihr hört es selbst, weil ihr kriegt das ja vom Mikrofon alles mit. Die Übersicht, wunderbar. Der vordere Display hier hinterm Lenkrad, für mich jetzt so eingestellt das Lenkrad, ist ein bisschen abgeschnitten, also rechts und links. Ich muss da immer so leicht im Kopf mich bewegen. In den Ecken ist so jetzt nichts, außer hier die Reichweite ein bisschen. Ja, muss man einfach wissen. Ich denke mal, das Lenkrad ist höhen- und tiefenverstellbar, also von daher kein Problem. Ich würde gerne mal, aber ich habe Angst hier, weil bei 38, ich glaube, wenn ich hier durchtrete, passiert auch dementsprechend was. Aber das werden wir gleich wissen. So, bei One Pedal Driving jetzt, ja, jetzt bremst er komplett runter. Er macht einen Hold, er rollt nicht mehr. Okay, das bin ich gewohnt, das finde ich gut, das mag ich. Ansonsten hier unten, wenn ihr es sehen könnt, also unter dem Wischerhebel habt ihr für D, N und P und natürlich R, das ist ein Drehschalter, zum Reindrücken, einfach Parkstellung, wunderbar, also gefällt mir. Was ich, ja gut, das muss man mögen, hier hat man halt noch so ein Drehrädchen für Musik, was man aber auch hier noch hat für laut und leise. Ich vermisse das jetzt so nicht. Ja, der geht gut nach vorne. Wollte jetzt hier nicht. Ja, ihr wisst schon. ja, es macht auf jeden Fall Bock mit dem Wagen. Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was hier Drive Mode ist. Ich glaube, kann man das drehen? Kann man nicht drehen, drücken? Aha, Sport. Okay, ich war wahrscheinlich auf Normal. Okay, jetzt wird auch alles in Rot ein bisschen. Das ist jetzt quasi Sportmodus. Gut. Man merkt auch, das Gas, also das Fahrpedal spricht sofort an. Es geht sofort los. Merke ich direkt, wenn ich jetzt hier mal drauf trete. Ja, da geht es direkt nach vorne. Okay, Vorsicht, Radfahrer. Ja, man kann den Wagen, muss ich sagen, vorne rechts, weil ich ihn jetzt natürlich auch nicht kenne, nicht so gut einschätzen. Aber er ist auf jeden Fall extrem hoch. Also das hätte ich nicht gedacht, als ich das gesehen habe. Einsteigen war auch super angenehm. Der Wagen ist wirklich, wirklich sehr, sehr gut, was das angeht. Finde ich super. Ja, ansonsten, was bleibt zu sagen? Das Helle vorne von den Displays, ja, stört mich jetzt nicht, ist nicht wirklich schlimm, aber es ist da. Warum warnt er mich? Da ist doch gar nichts. Okay, interessant. Er hat mich nur gewarnt, weil dein Fahrzeug etwas weiter weg war. Aber okay, was ich auch gemerkt habe, wenn ich hier blinke, ich habe keine, diese Blinker, dass er nach hinten die Kamera auswirft oder so, das habe ich hier leider nicht. So, also bei One Pedal Driving muss ich ein bisschen früher bremsen. Ansonsten kommt man hier nicht so gut weg. Ansonsten, ja, Drive Mode habe ich jetzt Sport, Eco, Normal. Okay, es gibt die drei. Wir machen mal Normal, Sport brauchen wir nicht. Ja, ansonsten, es gefällt mir. Also die Mittelkonsole, hier stört auch nichts mit dem Bein. Das ist eher angenehm, dass hier alles offen ist hier unten. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt auf der Kamera. Aber ich werde gleich noch mal ein paar Aufnahmen machen, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Doch, gefällt mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Und vor allem, der ist so ruhig. Du kriegst von draußen nichts mit, als wenn die hier so eine... Ja, was denn jetzt? Kann ich rüber oder kann ich nicht? Dann hupt er nicht. Ach Mensch. Immer diese Autofahrer. So. Also, ist wirklich angenehm. Auch draußen so, Straßengeräusche oder sowas, die sind natürlich da, klar. Aber du kriegst nicht mit, ob irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Umgeräusche. Also ich höre das ja sowieso nicht so gut, aber ich merke das extrem. Macht auf jeden Fall viel, viel Spaß mit dem Wagen. Und
muss jetzt gleich mal gucken, dass ich irgendwo mal rumfahre. Und dann muss ich mir nachher mal die Navigation einstellen, weil ich weiß tatsächlich jetzt gar nicht, wo ich bin. Ich bin einfach weggefahren vom Autohaus. Und ja, weiß aber gar nicht, wo ich bin. Ist aber nicht schlimm. Ich bin auf jeden Fall auf einem zweispurigen Straße. Das heißt, entweder fahre ich gerade außerhalb von Köln oder halt nach innen. Das ist immer so. Kann man so eine Faustformel nehmen. Trifft tatsächlich immer zu. Ja, auf jeden Fall. Wahnsinn, wie ruhig der ist. Ich bin mal gespannt. Also das hatte ich beim Ford jetzt nicht so wahrgenommen. Das ist wirklich sehr angenehm. Wirklich sehr, 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 sehr smooth. Ja, schön. Okay, er warnt auch direkt, dass da was im toten Winkel ist. Interessant. Ist wirklich, wirklich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gefällt mir. Ja, ansonsten, was bleibt mir noch zu sagen? Also Sitzkomfort, die Sitze sind auch gefühlt breiter. Also die sind wirklich sehr angenehm. Es ist auch wirklich schön hier zu sitzen. Die sind so an der Seite Leder, innen drin ist so Stoff. Handschubfach. Oh, Handschubfach ist nach hinten zu schieben. Auch schön, ist keine Klappe oder so. Die Türen, der ist auch wahnsinnig hoch. Also das ist wirklich, also gelungenes Fahrzeug. Also ich muss sagen, der IONIQ 5 gefällt mir. Gefällt mir von denen, die ich jetzt Probe gefahren bin, wenn ich das jetzt mit dem ID4 mit dem Ford Mustang Mach-E vergleichen müsste, vom Komfort her, vom Interieur her, gefällt er mir bisher am besten. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich weiß jetzt nicht technisch, wie gesagt, keine Ahnung, wie die sich da unterscheiden, was da so Pri, Bra, ne, Pro, Contra, keine Ahnung, kann ich euch nichts zu sagen. Ist da immer ein bisschen schwierig in dieser kurzen Zeit, diese ganzen Dinge raus zu suchen, zu nutzen und vor allem dann auch ja, sich zu merken. Ich laufe hier nicht mit dem Zettel zur Probefahrt und dann die Probefahrt zu kommentieren, dokumentieren oder was auch immer. Ne? Also von daher, seht's mir nach. Auf jeden Fall angenehm. Wirklich angenehm, schön zu fahren, weich, Fahrwerk wirklich, muss ich sagen, sehr schön. Und vor allem, also man sitzt verdammt hoch, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist echt angenehm. Echt, echt angenehm. Ja, ich werde mal gucken, dass ich jetzt hier gleich drehen kann. Und da werde ich mir mal noch ein stilles Örtchen suchen, vielleicht mal eine Seitenstraße oder sowas. Problematisch, hier geht es erstmal nur geradeaus. Klar, ich könnte rechts abbiegen, links abbiegen. Ist halt Köln-Innenstadt, da musst du halt, also ist jetzt hier so ein bisschen außerhalb Köln-Südstadt. Da musst du halt gucken, dass du mit dem Verkehr gehst. Ja, das ist einfach ganz wichtig. Ja, muss ich gleich mal schauen. Ansonsten, der Wagen macht Spaß, auf jeden Fall. Was mir nicht so gut gefällt, ist immer dieses Silber, ne? Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und okay, hier so diese Elemente. Ich weiß nicht, ob ihr das hier unten im Video sehen könnt. Das ist Touch. Ja, also wenn ich hier auf die Lüftung gehe, dann wird sie leiser oder halt, also lauter oder leiser, indem sie halt höher oder langsamer dreht. Das ist auf jeden Fall gelungen. Das hier in der Mitte an der Hupe scheint stoffähnlich zu sein. Das ist ganz komisch. Ansonsten hat man hier auch minimale Knöpfe, dass hier wieder, ja, wie soll ich sagen, dass hier wieder so Hochglanz zum Einsatz kommt, finde ich halt nicht so cool. Ist aber nur hier und hier unten. Ansonsten, hier sehe ich noch ein bisschen was bei dieser Parkbremse. Ach, Auto holt hat er auch. Oh, vorderes Fahrzeug fährt los. Dankeschön, IONIQ. Na gut. Hat er also auch, finde ich super. Ja, da kommt die Bahn und die Bahn hat in Köln natürlich weitestgehend Vorrang. Deswegen einfach mal Platz machen. So, ich guck mal, dass ich jetzt hier irgendwie einen Parkplatz für ein paar Aufnahmen noch finde. Ich muss mal gucken. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei den Aufnahmen. Die werde ich natürlich auch kommentieren. So, hier ist 30, deswegen, wenn in Köln 30 ist, fahr 30. Glaubt's mir. So, da würde ich sagen, bis gleich.
So, damit ihr mal einen kleinen Überblick bekommt, wie groß diese Türen sind, das ist einfach Wahnsinn. So, ich werde mal. So, dann schauen wir uns den guten Wagen noch mal ein bisschen von außen an. Das ist der also, der IONIQ 5. Also die Türen sind wirklich wahnsinnsgroß. Ja, der Wagen geht automatisch zu und auf. Warum er jetzt piepst, keine Ahnung, wahrscheinlich, was steht da? Fahrzeugschlüssel nicht im Fahrzeug. Hier weiß ich, habe ich ja in der Tasche. So, das ist der auf jeden Fall. Also der ist wirklich riesig. Ja, also wenn ihr mal schaut, ich stehe jetzt neben dem Wagen, bin auch nicht gerade der Kleinste. Also das ist schon echt eine Wahnsinnshöhe, der Wagen. Ja, der hat hier 20 Zöller drauf, 255, 45 R20. Und dann, das ist der von vorne, ziemlich geil mit den Lampen. Hier sieht man sie auch mal ein bisschen im Dunkeln. Richtig nice, finde ich wirklich edel. Das ist echt crazy. Ansonsten, was mir natürlich gefällt, ne, vorne komplett zu. Das braucht man auch nicht, ihr wisst, was ich davon halte. Ja, ansonsten, genau, Autohaus Levy, danke nochmal daran. Hinten getönte Scheiben, komplett dunkel, also man kann leicht reinschauen. Ansonsten von hinten, auch ziemlich sexy, das haben wir ja schon öfters gesehen. Wie geht eigentlich der Kofferraum auf? Ach hier. Hi. Sehr nice. Okay, Kofferraum ist richtig groß. Mein Gott. Also das Ding haben sie extra mal rausgetan hier. Also das ist ja Wahnsinn. Das ist ja echt riesig, das Ding. Also das ist wirklich nicht schlecht, nicht schlecht. Da haben wir eine 12-Volt-Dose. Also so ein 12-Volt-Stecker hat er eigentlich hier. Ah ja, okay. Ist nicht viel, aber ist okay. Immerhin etwas. So, geht der elektrisch? Ja. Dann blinkt er auch immer. Super sexy. Ha, hier wollte ich mal reingucken. Geht es nicht auf? Okay, das geht nicht auf. Warum auch immer. Okay. Ja, ansonsten wirklich sehr, 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 sehr schöner Wagen. Wie gesagt, das hier war ich nicht, Leute. Das war der erste Probefahrtfahrer, dem ist das passiert. Ja, ansonsten würde ich sagen, ich finde den wirklich, wirklich gelungen. Der ist echt schön, nicht zu lang, ist halt SUV-Klasse. Ne? Also ich würde sagen, wirklich sehr, 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 sehr gelungener Wagen. Sehr nice. So, ich muss den Wagen jetzt wieder zurückbringen, Leute. Ja, warte, das machen wir so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben. Ja, ansonsten Abo nicht vergessen. Und mal gucken, was ich als nächstes teste. Cheers.